Was zuletzt geschah. Das Ziel des Ausflugs stand bevor. Das Team erreicht die Kristallhöhle und vor allem den Kristallsee in ihr. Dort trafen sie auf Tobutz, der den See bewachte. Shinnok holte nach, was er vor Jahren ausließ. Und schließlich kehrten sie alle für eine letzte Nacht nach Metro City zurück. Dort trafen sie erneut auf Fate und Thunder und sprachen mit ihnen über das zweite Abenteuer der beiden und ihren Sohn auf dem Sumpfkontinent. Nun war der Ausflug zu Ende. Alle hatten wunderbare Eindrücke und Erinnerungen mitgenommen. Jedoch auch Tobuts Wissen, dass das Lied der Erinnerungen in dieser Welt nicht mehr existierte. Kapitel 14. Ein letzter Sonnenuntergang. Der letzte Tag unseres Urlaubs verlief sehr ruhig. Wir blieben in Schatzstadt und ruhten uns aus. Wir besuchten noch einmal zusammen die Gilde und lernten etwas mehr über die dortige Leitung kennen. Außer Lord Ecke, der schon das meiste wusste. Am Abend versammelten wir uns zu einem letzten gemeinsamen Abendessen in Pandias Café. Anschließend verbrachten wir den restlichen Abend am Strand. Der Sonnenuntergang schaffte eine wunderschöne Stimmung. Die Krabi pusteten Luftblasen in die Luft. Hydropi und Seemops, ganz die Wasser-Pokémon, schwammen im Meer. Der Rest von uns saß am Strand und genoss diese letzten Momente des Urlaubs. Wir alle waren sehr still. Nach einer Weile sagte Latias etwas. Nun, ich habe heute etwas recherchiert. Ich habe eines von Darkreis Portalen ausgemacht und dadurch beschlossen, dass es für uns das Sinnvollste ist, von hier aus dorthin zu reisen, ohne noch einmal Silberdorf zu besuchen. Keiner kommentierte, keiner beschwerte sich. Es war offensichtlich, dass alle wussten, dass es sein musste, aber keiner wirklich in die Welt der Menschen reisen wollte. Doch es war unsere Pflicht. Das Los eines Helden ist kein leichtes. Wir alle wollten den Frieden, den wir in diesen letzten Tagen gespürt hatten, ewig währen lassen. Doch der Frieden würde nur erhalten bleiben, wenn Darkrai besiegt werden würde. Wir entschieden uns jedoch, den Krieg noch vor uns zu lassen. Noch waren wir im Urlaub. Und wir alle waren entspannt. Eine leichte Brise wehte. Shinnok begann zu reden. Keiner wusste genau, ob er mit uns sprach oder mit sich selber. Dieser Anblick erinnert mich an unsere alte Welt. Unsere gemeinsamen Sonnenuntergänge am Cliff von Schmuckstadt hatten so viel mit diesem hier gemeinsam. Bulbi kommentierte, du hast recht, der Anblick ist beinahe derselbe. Aber trotzdem ist es etwas völlig anderes. Es gibt einen großen Unterschied. Diesen Sonnenuntergang genießen wir nicht zu zweit, sondern mit all unseren Freunden. Du hast recht. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als wir noch in der Gilde trainiert haben. Seitdem ist so viel passiert. Wir haben so viele neue Freunde gefunden und so viel Neues gelernt. Bulbi wirkte für einen Moment beinahe traurig. Das stimmt, wir haben so vieles durchgemacht und viele Gefahren bestanden. Und das alles gemeinsam. Vor allem aber habe ich etwas dazugelernt. Ich dachte früher schon immer, ich wüsste, was wahre Angst ist. Damals dachte ich noch, dass kleine Dinge wie ein Hausbrand oder ein Sturm einem Angst machten. Aber nachdem wir der Determination gegenüberstanden, all die Zeit danach, die Zeit, in der ich Angst haben musste, dich zu verlieren, es war etwas völlig anderes. Shinnok sah sie still an. Er schien kurz etwas sagen zu wollen, doch stoppte sich. Dann setzte er erneut an. Ich würde dir gerne versprechen, dass so etwas nie wieder geschieht, aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Wir wissen alle nicht, was bald kommt. Vielleicht werden wir den Krieg verlieren. Aber ich kann dir versprechen, dass ich alles geben werde, damit wir zusammen diesen Krieg gewinnen. Wieder wurden alle still. Bald darauf folgte der Nächste damit, in Erinnerung zu schwelgen. Dieses Mal war es Lord Ecke. Hier an diesem Strand haben wir uns damals das erste Mal getroffen, Günther. Ich kam von der Gilde. Ich hatte mich nicht getraut, alleine dort hineinzugehen. Die Krabi haben ihre Luftblasen gemacht, so wie heute. Ich wollte einfach nur etwas runterkommen. Er stand auf und ging zu einem seltsamen Stein. Und auf einmal habe ich hier ein bewusstloses Pokémon liegen sehen. Ein Kanimani, das kurz darauf aufgewacht ist. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass wir so viel zusammen durchmachen werden.
Ich hätte es nicht geglaubt. Wir haben es vielleicht nicht geschafft, deine Erinnerung zurückzuerlangen oder gar das Lied zu finden. Aber trotzdem können wir gewinnen. Wir können nicht nur, wir werden. Wir haben noch nie verloren. Wir sind die Helden dieser Geschichte und die Helden verlieren nie. In einer ähnlichen Weise wie am Vorabend schob Latias ein. In einer Geschichte mag das zwar wahr sein, aber das hier ist keine Geschichte. Das hier ist die Realität. Und hier gewinnen wir nicht nur, weil wir für das Gute kämpfen. Ich wechselte das Thema, um Spannung an diesem letzten Abend zu vermeiden. Du hast recht, Latias, das hier ist keine Geschichte. Aber es würde auf jeden Fall eine gute Geschichte machen. Wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann, sobald der Krieg vorbei ist, ja sogar unsere Abenteuer niederschreiben. Zum ersten Mal mischte sich Latios ein. Du schreibst dann unsere Abenteuer nieder und verbreitest sie in der Welt. Dann werden wir alle berühmt. Wir alle lachten ein bisschen. Und wie soll's dann heißen? Hydropi machte einen Vorschlag. Also, wir sind Pokémon. Unsere Welt war früher vor allem für Mystery Dungeons bekannt. Vielleicht Pokémon Mystery Dungeon? Du hast die Fantasia mit Löffeln gefressen. So könnte man jedes Abenteuer aus unserer Welt nennen. Ich bin eindeutig für Pokémon Mystery Dungeon, die Chroniken des Teamrunde Ecken. Eevee beschwerte sich über den Vorschlag. Also das finde ich unfair. Ihr beiden hier seid die einzigen Mitglieder des Teamrunde Ecken. Auf Floinks große Reise trifft das nicht zu und auf unsere schon gar nicht. Und die muss auf jeden Fall dabei sein, stimmt's, Bulbi? Also ich wollte ja immer, dass unsere Geschichte, in die Geschichte eingeht. Sie hat sich zwar rumgesprochen, aber ist auch nicht überall bekannt. Ich bin auf jeden Fall dafür, wir haben ja wohl auch unseren Teil geleistet. Was habt ihr denn sonst für Namensvorschläge? Shinnok sah ins Wasser, in dem Seemobs und Hydropi schwammen. Pokémon Mystery Dungeon... Vairos! Wir alle lachten über diesen Vorschlag. Komm, machen wir es gleich komplett. Pokémon Mystery Dungeon Vairos Edition. Wir lachten noch mehr. Lord Ecke warf ein. Also, wenn du eine Geschichte mit dem Namen veröffentlichst, kann sie noch so toll sein. Das würde doch keiner lesen wollen. Unser Marketingmanager Chillast hatte den perfekten Einfall für dieses Problem. Na, wenn es keiner lesen will, dann mach doch ein Hörbuch. Dann muss das auch keiner lesen. Wir alle kriegten uns vor Lachen nicht mehr ein. Solch seltsame Ideen waren wirklich ein Meisterwerk. Ein Hörspiel über unsere Abenteuer. Pokémon Mystery Dungeon Vairos Edition. Es war zum Totlachen. Die guten alten Zeiten. Wenn die nur wüssten. Nach einer Weile wurden alle wieder still. Latias wollte ein Gespräch anregen und ging auf etwas ein, das Bulbi und Shinnok vorher am Abend gesagt hatten. Bulbi, Shinnok, ihr meintet vorhin, ihr hättet euch die Sonnenuntergänge früher immer nur zu zweit angeguckt. Ihr wart doch in einer Gilde, warum habt ihr nicht mit euren Gildenmitgliedern zusammengetan? Bulbi wirkte etwas deprimiert. Vor allem, ich hatte mich außer bei unserem Gildenmeister Hubblupf in der Gilde nie wirklich wie ein Teil gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl, dazuzugehören und ich dachte, dass alle dort es auch so sehen würden. Inzwischen weiß ich zwar, dass es nicht stimmt, aber damals... Ich war sowieso nur ein Teil der Gilde geworden, um von zu Hause zu entkommen. Schon damals? In so jungem Alter? Ich habe es zu Hause immer gehasst. Meine Eltern haben mich gehasst. Zumindest haben sie mir das Gefühl gegeben. Sie waren mit allem unzufrieden, haben nichts akzeptiert, was ich wollte. Ich wollte Abenteuer erleben, aber sie meinten, es sei zu gefährlich. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte ich Schmuckstadt nie verlassen. Sie wollten, dass ich im späteren Leben irgendeinen langweiligen Job mache. Ärztin oder sowas. Als ich dann eines Tages in den Wald gegangen bin, um einfach irgendwas zu erleben, habe ich dort Shinnok gefunden. Kurz danach haben wir unser Retterteam gegründet, das weiß ich noch. Ja, aber eine Sache hatte ich dir nie erzählt. Der eigentliche Grund damals war, meine Eltern wollten, dass ich nichts mit dir zu tun habe. Sie vertrauten dir nicht. Sie sagten, dass es alles Lügen waren. Warum solltest du ohne Erinnerung im Wald aufwachen? Sie meinten, ich würde naiv sein und dir vertrauen, ohne dich zu kennen. Sie hatten keine Ahnung. Ich bin endgültig geflohen und habe mit dir unser Team gegründet. Ich bin der Gilde hauptsächlich beigetreten, um meine Eltern nicht mehr sehen zu müssen. Latias wirkte sehr beschämt. Es tut mir leid, hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht gefragt.
Bulbi wirkte sofort glücklicher. Schon gut, irgendwann möchte ich sie noch einmal wiedersehen. Ihm zeigen, dass sie sich geirrt haben. Ich bin meinem Herzen gefolgt und habe ihre Meinung ignoriert. Und so bin ich hier gelandet. Ich bin froh, damals diese Entscheidung getroffen zu haben. Außerdem habe ich hier eine neue Familie. Sie sah uns alle glücklich an. Drei aus unserem Team hatten nichts im Leben, als sie auf diese Reise aufgebrochen sind. Sie hatten nichts zu verlieren, zumindest sah es so aus. Nur wussten alle nicht, dass eigentlich nicht nur drei, sondern alle von uns nichts zu verlieren hatten. Alles, was ich und Shinux verlieren konnten, war einander. Und da wir beide zusammengereist sind, gab es sonst nichts für uns in Schmuckstadt. Zum ersten Mal schaltete sich Chillast wirklich ein. Es tut mir wirklich leid für euch. Du und Evie hatten beide Eltern, die sich nicht für euch interessiert haben. Ich habe so viele schöne Erinnerungen zusammen mit den beiden. Du hast mir etwas von ihnen erzählt, wo sind sie denn eigentlich? Einen Moment verstummte Evies Freund. Sie sind beide tot. Deswegen rede ich nie darüber. Sie waren beide Erkunder. Eines Tages sind sie auf eine Mission aufgebrochen und nie wieder zurückgekehrt. Und bald darauf wurden sie tot aufgefunden. Seit diesem Tag wollte ich ein Retter werden, ihn zu ehren. So habe ich mein Team mit Leon gegründet. Evie wirkte schockiert. Du hast mir das nie erzählt, ich wusste ja nicht... Sie drückte sich an ihn. Es ist alles gut. Ich habe gelernt, dass ich nicht trauern sollte. Stattdessen behalte ich mir all die schönen Erinnerungen. Wir haben damals viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben Ausflüge gemacht, Spiele gespielt und vieles mehr. Wir waren wirklich eine perfekte Familie. Was bleibt, sind die Erinnerungen und Dinge, die sie mir beibrachten. Wie aus dem Nichts erschuf er eine Grasflöte vor sich. Wir waren auch oft bei Sonnenuntergang am Strand. Dort hat mir mein Vater oft ein Lied vorgespielt. Es hat sich bei mir für immer eingebrannt. Ich kann es selber noch spielen. Dieses Gefühl, das es immer bei mir ausgelöst hat, werde ich nie vergessen. Er nahm die Flöte und begann zu spielen. Doch wenige Sekunden später durchzuckte mich etwas wie ein Stromstoß. Bulbi begann zu reden. Keiner wusste genau. Will ich mich selbst verarschen?